Grüß dich, der Preibisch hier. Ich möchte heute mal ein Video machen über die Farbenlehre von Johann Wolfgang von Goethe. Ich habe das Buch mal hier und will dir zeigen, was da so drin steht und was sind so die Aussagen von Goethe. Und ich will auch ein bisschen was dazu sagen. Wie kommt ein Dichter eigentlich dazu, so eine Farbenlehre zu machen? Und ich möchte das aber jetzt mal nur ganz kurz hier umreißen. Ich mache dann vielleicht noch ein paar Vertiefungsvideos, aber bloß mal so einen kurzen Überblick will ich dir geben über die Farbenlehre von Goethe. Ich habe mir hier das Buch, also ich möchte auch sagen, ich mache das Video hier deswegen, weil ich das Video mal gesucht habe selber, weil ich wissen wollte, so grundlegend, was steht da drin. Und gar nicht so einfach, da was zu finden. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach das Video. Vielleicht bist du ja in der gleichen Situation. Und dann gibt es das Video schon. Ich habe mir hier mal das Buch besorgt. Die Farbenlehre von Johann Wolfgang von Goethe. Hier heißt es zur Farbenlehre. Hier ist es die Farbenlehre. Und es ist auch ganz interessant, es ist gar nicht so einfach, das Buch zu bekommen, denn es gibt ganz viele Bücher von irgendwelchen Dritten, die Bücher geschrieben haben zur Farbenlehre von Goethe. Und das Buch heißt ja eigentlich zur Farbenlehre von Goethe. Und ich habe versucht, mir das in der Bibliothek auszuleihen und bin dann immer auf Interpretation gestoßen. Und ich habe dann gesagt, na, was steht denn eigentlich drin? Die haben dann immer, die Autoren haben dazu Stellung genommen und ich bin dann fündig geworden in der Gesamtausgabe von Goethe. Und du siehst, das ist ein ganz schön dickes Buch, das sind 1000 Seiten, aber es ist gar nicht so schlimm, wie du gleich sehen wirst. Und hinten drin sind die Farbtafeln. Ne? Das werde ich dir dann auch gleich nochmal zeigen, worum es darum geht. Okay, also. Die Farbenlehre von Goethe. Und ich möchte halt mal ein bisschen zeigen, was ist in dem Buch drin. Und dann habe ich hier auch so, ich bin selber Künstler, hier schon mal so eine kleine Auflistung der wichtigsten Sachen gemacht. Dazu kommen wir dann aber später. Also was Goethe dann damit überhaupt aussagt. Die Farbenlehre. Was ist eigentlich drin in der Farbenlehre? Wir schlagen die mal auf und haben hier das Inhaltsverzeichnis. 1300 Seiten hat das Ding und sind so dünne Seiten hier. Also das hat ordentlich was in sich, aber die Farbenlehre sind eigentlich bloß hier die Enthüllung. Nee, Quatsch. Entwurf einer Farbenlehre. Also das sind 250 Seiten vielleicht. Und eigentlich ist es noch weniger. Was das Eigentliche ist an der Farbenlehre und was ist das alles andere? Also, das Buch fängt erstmal an hier mit so einem Brief an so eine Herzogin, die Goethe geschrieben hat, und dann kommt ein langes Vorwort. Da habe ich nicht so richtig herausgefunden, wer das überhaupt geschrieben hat. Goethe selbst wahrscheinlich. Hier ist es auch geil. Goethe schreibt manchmal Lateinisch oder Französisch. Auch mittendrin, ohne es zu übersetzen. Also geht davon aus, dass ja jeder diese Sprachen beherrscht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man es da nicht versteht. Das ist ganz selten. Okay, die Farbenlehre. Was steht eigentlich drin? Also, hier gibt es ein Vorwort und alles Mögliche. Dann kommen wir zur Farbenlehre von Goethe. Was da drin steht, sage ich dann gleich nochmal. Dann Enthüllung der Theorie Newtons. Das ist im Prinzip der Streit von Goethe und Newton, wo Goethe auf die Experimente von Newton eingeht und enthüllt, dass das alles falsch ist. Newton hat geschummelt, Newton hat nicht richtig geguckt und Goethe führt hier einen Beweis, eine Falsifikation der newtonschen Theorie. Und damit, also dieser Streit zwischen Goethe ist sehr ausführlich gemacht. Es kommen Kritiker zu Newtons Zeit zu Wort, also die werden hier zitiert, aber auch Befürworter. Also Goethe ist sehr ausgewogen. Und ja, und wir kommen ja dann auch darum, wie kommt er eigentlich dazu? Das geht eigentlich, im Prinzip geht's
grundlegend, also ursprünglich, um den Streit mit Newton. Newton war schon tot, muss man dazu sagen, als Goethe lebte. Der konnte sich nicht mehr zur Wehr setzen, aber Goethe wollte hier was richtigstellen. So, und in der Farbenlehre gibt es dann noch, also die Erklärung zu den Tafeln ist ein Kapitel, da gucken wir dann auch noch rein. Und dann gibt es die historische Farbenlehre, also was hat Aristoteles und Plato, was haben die zu den Farben gesagt, wo die herkommen und so. Das wird alles aufgeführt. Dann ist das Buch, hat so immer kleine Abschnitte, auf die man dann Bezug nehmen kann, also wie in der Bibel eigentlich, wo man dann sagt, hier die Nummer und die Nummer, also falls man das diskutieren will. Und man hat den Eindruck, ganz viel ist einfach, Goethe hat einfach so ein bisschen erzählt, was er so gehört hat über die Farben. Also es ist jetzt nicht so methodisch, wie man das heute vielleicht kennt. Aber das ist ja auch eine große Stärke von Goethe, aber das haben wir dann vielleicht später mal. Okay, also es ist ein super dickes Buch mit allem möglichen Zeug. Für mich der Hauptteil, die große Quantität, ist hier der Streit mit Newton. Newton wird auseinandergenommen. Im Prinzip eigentlich polemisch wird er so ein bisschen sogar lächerlich gemacht und Goethe macht sich darüber lustig. Das ist hier zwar ein Sachbuch, aber hin und wieder ist es auch sehr unterhaltsam. Und Goethe lobt sich selber andauernd oder mehrmals, dass er es geschafft hat, nicht zu ironisch oder polemisch mit Newton umzugehen. Also ist auch lustig, was aber gar nicht stimmt. Also wie gesagt, also was ich hier mache, ist auch bloß so ein kurzer Abriss. Du musst das, um das richtig selber beurteilen zu können, dann natürlich das selber lesen. Ich habe gar nicht alles gelesen, muss ich sagen. Also gerade diese ganze Theorie, was der Goethe einem da mit dem Newton erklären will, das hat man schnell begriffen und nachvollzogen. Also ich habe tatsächlich auch die Experimente nachgeholt hier. Das ist im Prinzip der Ausgang. Das ist so ein Prisma. Hier hat der Goethe durchgeguckt. Und das ist der Ursprung, was er da gesehen hat, war der Ursprung eigentlich all dieser Gedanken hier. Warum er sich überhaupt Gedanken gemacht hat. Aber das werden wir dann später noch sehen. Ja, das ist was in dem Buch drin ist hauptsächlich. Jetzt möchte ich mal was erzählen noch zu dem Anhang. Also das sind die Farbtafeln. Ich weiß gar nicht, in welcher Form die ursprünglich waren. Das ist auch alles ganz erklärt. Das Wichtigste, wie ich finde, ist eigentlich die Seite hier, wo Goethe dieses Experiment von Newton nachmacht und aufzeigt, dass Newton nicht richtig hingeguckt hat. Also du kennst das vielleicht auch von der Platte, die dunkle Seite des Mondes. Da ist auch so ein, also hier von, warte mal, von, wem ist das, weiß ich gar nicht. Also so ein Plattencover, da kommt das so raus. Ich blende das dann mal ein. Und da ist es so, dass hier aus der Mitte alle Farben rauskommen. Und das ist ja eigentlich die Newton'sche Theorie. Und Goethe sagt, nein, nein, die Farben entstehen immer nur am Rand zwischen hell und dunkel. Also das ist auch zu den wichtigsten Aussagen. Das möchte ich jetzt mal, was sind denn eigentlich die wichtigsten Aussagen von Goethe? Goethe hat sich, heutzutage ist die Farbentheorie für den Maler eigentlich bekannt, aber es ist auch eine physikalische Farbentheorie und die wird heute so ein bisschen totgeschwiegen, weil die im Gegensatz natürlich zu Newton steht. Aber ich will erst mal sagen, was steht denn drin? Hier habe ich mal diesen Farbkreis von Goethe selber nachvollzogen, hier mit Kartoffeldruck. Ich bin ja selber Künstler, Kartoffeldruckkünstler, und ich habe mich damit beschäftigt. Und ich habe halt herausgefunden, dass man immer sich künstlerisch, also oder künstlerisch denken muss mit einer Zeichnung, mit einem Text.
Und dann kommt man besser. Und deshalb habe ich das hier mit Kartoffeldruck mal nachvollzogen. Der Stempel hier ist nicht von Goethe. Das ist schon mein Werk. So, und dann will ich jetzt mal zu mich äußern, was ist denn eigentlich das Wesentliche in Goethes Farbentheorie? Goethe sagt, es gibt zwei Grundfarben, Blau und Gelb. Mehr Grundfarben gibt es nicht. Die anderen Farben ergeben sich aus diesen beiden Farben. Das sagt Goethe. Er sagt auch Vater und Mutter. Also, oder Schiller sagt das, erkläre ich dann gleich. Zum Beispiel der Farbkreis von Itten oder was wir heute an der Farbtheorie haben, da gibt es immer drei Grundfarben, also Blau, Gelb und Rot. Und die anderen geben sich daraus. Und bei Goethe sind es halt nur die beiden. Okay. Und wie ergeben sich jetzt bei Goethe die anderen Farben? Also Blau und Gelb sind die Grundfarben. Blau erscheint das Licht, wenn das Dunkle durch die Trübe scheint. Also, das sieht man zum Beispiel am Himmel. Der Himmel ist deswegen blau, sagt Goethe, weil dahinter die Dunkelheit ist und die Dunkelheit erscheint durch die Trübe, also die Luft, durch die wir durchgucken. Das ist die Trübe oder wenn wir durch Nebel schauen oder wenn es einfach weit ist und dann ist da ganz viel Luft dazwischen, erscheint es blau. Und gelb erscheint das Licht durch die Trübe. Das heißt, wenn wir die Sonne sehen, das Licht der Sonne ist eigentlich weiß, aber wenn wir es durch die Trübe sehen, dann ist es gelb. Und so kommen die beiden Grundfarben zustande nach Goethe. Also das Blaue kommt vom Dunklen her und das Licht und das Gelbe kommt vom Weißen oder vom Licht her. So, wie kommen wir jetzt zu den anderen Farben? Goethe sagt, wenn sich das Gelb verdichtet und erregt, dann wird es orange. Und in den Experimenten ist es auch so, dass tatsächlich, also von Licht zu Dunkelheit ist es gelb und dann später wird es orange, das siehst du hier. Oder am Dunklen, in der Erregung wird es orange. Oder das Blau und das geht dann ins Violette durch. Das heißt, Blau wird verdichtet oder erregt. Das ist jetzt natürlich eine andere Herangehensweise wie die Physik. Die Physik sagt, Blau ist es deshalb, weil es die Schwingung von der Zahl hat und Gelb ist es das. Aber Goethe guckt dann ein bisschen ganzheitlich und lässt die Tür offen zu einer interdisziplinären Betrachtung. Das ist auch ganz wichtig. Also man kann als Philosoph hier weiterdenken. Was man bei den wissenschaftlichen Farben nicht kann, da steht dann einfach die Zahl von der Frequenz und das ist dann eben so, aber das ist dann das Ende des Denkens. Okay, und dann sagt Goethe, diese beiden erregten Zustände, Violett oder Lila und Orange, oder er sagt Rot, Rot-Gelb oder Gelb-Rot, das würde sich dann mischen mit zu Purpur. Also das würde dann hier erstehen aus den Erregungszuständen. Jetzt habe ich mich zum Beispiel mit auch einer Bekannten unterhalten, die ist Druckerin und die sagt, nee, das glaubt sie nicht, da kommt eigentlich nicht das raus. Und das muss man halt vielleicht auch ein bisschen anders noch nach Goethe, wenn man Goethe, sag ich mal, kennenlernt, dann sind das auch wieder Erregungszustände, die hier hinführen. Also man muss es alles ein bisschen zauberhafter, märchenhafter denken. Mit dem Gedanken, wie ist es nur wirklich, das erschlägt oder tötet dann dieses Denken, was von Goethe her stammt. Okay. Also, zwei Grundfarben, diese werden erregt zu Orange und Lila und diese verbinden sich dann, also die erregte Verbindung der Grundfarben ist dann hier Rot oder Purpur genannt bei Goethe.
und die unerregte Zustand wird zu grün. Dann sagt, was sind die Farben eigentlich? Dann hat Goethe gesagt, die Farben sind die Taten und die Leiden des Lichtes. Also es ist eine Beziehung. Eigentlich Licht ist eine Beziehung, oder das ist meine Interpretation, das hat er nicht so gesagt, oder ein Wie oder eine Qualität, die sich dann ergibt. Und ich verstehe Goethe so, aber das ist auch schon Interpretation, steht nicht drin, dass eigentlich die Farben sind die Taten und Leiden von Licht und Dunkel, diesen beiden. Also so habe ich das im Faust gelöst, ausgedrückt. Also das Dunkle spielt immer eine Rolle. Es braucht das Dunkle und das Licht für die Farben. Das sagt halt Goethe, und Newton sagt, das ist einfach im Licht enthalten. Und ich habe jetzt als Künstler hier unten drunter noch bitte diese Gedanken weiter tanzen, drunter gestempelt und einfach auch als Goethe unterschrieben, weil ich glaube, das wäre in seinem Sinne. Denn das ist auch ganz wichtig, was man verstehen muss. Goethe hat nicht gesagt, so ist es. Das ist die Wahrheit, glaubt mir, sondern er hat einfach mit seinen Gedanken damit gespielt und er fordert uns auf, da auch weiter zu denken. Also unsere heutige Sicht der Wissenschaft, richtig und falsch, das passt gar nicht zum goethischen Denken. Aber da vertiefe ich das vielleicht mal in einem anderen Video. Okay, das ist im Prinzip das, was Goethe sagt. Und Goethe schreibt hier in der Farbenlehre auch ganz viel zur Emotionalität zu den Farben. Also was Farben hervorrufen, was passiert, wenn man sie in Kontrast setzt, die Komplementäre, mit dem Empfinden, mit dem Gefühl. Wir sehen das hier auch in der Grafik, das steht hier gut, edel, vermittelnd. Und dann habe ich hier mal aufgeschlagen, das hat mich besonders interessiert. Da macht er auch so eine Aufzählung. Also im Allgemeinen betrachtet entscheidet sie sich, also die Farbe oder das Licht, nach zwei Seiten, gelb und blau. Sie stellt einen Gegensatz dar, den wir eine Polarität nennen und durch ein Plus oder Minus recht gut bezeichnen können. Also es ist alles ein bisschen vage behalten. Wir können das bezeichnen. Es ist nicht so. Also das ist ganz wichtig. Und jetzt ist das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, auch wie ich das vorgelesen habe, aber eigentlich lässt sich das lesen. Ich werde mal sehen, ob ich vielleicht ein paar Seiten auch als PDF noch auf die Seite stelle, da musst du mal unter das Video gucken, ob ich das schon gemacht habe oder überhaupt gemacht, oder du fragst noch mal als Kommentar nach. Mal sehen, ob das dann schon da ist. Und hier hat er halt diese Polaritäten mit Plus und Minus angegeben. Also, Gelb, Blau, Wirkung, Beraubung, Licht, Schatten, Hell, Dunkel, Kraft, Schwäche, Wärme, Kälte, Nähe, Ferne, Abstoßen, Anziehen, Verwandtschaft mit Säuren, Verwandtschaft mit Alkalien oder Basen. Das spielt ja gegenüber. Mich hat als Forscher hier im Institut für gute Laune die Frage interessiert, was ist denn jetzt, wenn wir zwei Grundfarben haben, Polaritäten, und wenn wir die Frage stellen, männlich und weiblich, was ist denn jetzt männlich und was ist weiblich? Und dazu forsche ich noch. Goethe hat sich selbst dazu nicht geäußert oder ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Aber Schiller hat hier ein Gedicht beigesteuert, wo er das beschreibt. Und da spricht er von einem Vater und einer Mutter. Und da ist herauszulesen, das Gelb ist der Vater und das Blau ist die Mutter. Also es steht nicht drin, wahrscheinlich, das wollte dann der Goethe nicht, oder das ist ja auch ganz schwierig heutzutage auch über männlich und weiblich zu reden, weil wir ja immer Mann und Frau da sehen. Wir haben so ein objektives Denken und wir müssen das aber losgelöst von Mann und Frau sehen, dass wir im Prinzip, wir müssen es so denken, dass wir sagen, männliche und weibliche Seite ist in jedem Menschen, egal ob Mann oder Frau.
Und das Weibliche ist so, aber es heißt nicht, dass alle Frauen immer so sind. Und das Männliche ist so, aber das hat nichts mit dem Mann jetzt immer zu tun. Also wir haben das Problem dieses objektiven Dingdenkens heute. Und das funktioniert alle nicht. Und vielleicht war das früher auch schon so ein bisschen so, dass wenn jetzt Goethe gesagt hat, weiblich ist so, dass sich dann manche Frauen auf den Schlips getreten fühlten und gesagt haben, nee, ich bin aber manchmal auch so. Und dann hat vielleicht Goethe, kann ich mir vorstellen, immer erklärt, ja, das ist ja das Weib. Und weil das nicht so gut funktioniert hat, ich habe das selber auch erlebt, hat er dann vielleicht einfach sich nicht dazu geäußert. Ist dem aus dem Weg gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch übersehen. Okay. Ja, jetzt mal, das war jetzt grundlegend zu der Theorie von Goethe und zum Farbenstreit, also mit Newton. Das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Teil. Und da mache ich aber noch mal ein Video, wo ich zeige hier mit dem ganz einfachen Experiment. Goethe hatte tatsächlich, also es lässt sich nachvollziehen, dass was Goethe hier behauptet. Also es ist ja unerhört. Die newtonsche Optik hält sich bis heute, aber vor 200 Jahren hat, also Goethe war einer von vielen gesagt, nee, Newton, da musst du nochmal hingucken, hier mit der Schwerkraft, das ist ja ganz gut gemacht, aber hier, da sind ja ganz viele Fehler passiert, deine Schlussfolgerungen sind falsch. Aber das will ich dann auch nochmal mit den Experimenten zeigen, das mache ich ein andermal. Es ist auf jeden Fall auch ein bisschen lustig, wenn man das überhaupt lesen kann, weil es ist ja sehr lange, diese Beweisführung. Jetzt will ich ein bisschen dazu kommen, wie kommt Goethe eigentlich dazu, als Dichter so ein dickes Sachbuch hier zu schreiben, die Farbenlehre. Also der Goethe, den kennt man ja heute eigentlich als Dichter, aber Goethe, wenn man sich mit ihm beschäftigt, ist eigentlich Philosoph und Forscher gewesen. Und wenn man da wirklich mal eintaucht, da wird der Dichter immer kleiner, also für mich, aber nicht, weil der Dichter schlechter wird, sondern weil der Philosoph und weil der Naturbetrachter und weil der Forscher wächst. Also die Forschungsmethode von Goethe würde uns heute den Arsch retten, sage ich jetzt mal. Und deshalb machen wir das hier bei uns am Institut für gute Laune auch so wie der Goethe. Nicht, weil wir so Goethe-Fans sind, sondern weil das halt funktioniert. Also ganz einfach. Heute die Wissenschaft, die klammert ja das Gefühl, die Intuition, die Inspiration aus. Und die braucht man aber, um die Welt zu erkennen, sagt Goethe, um wirklich zu verstehen und nicht nur zu beschreiben oder zu benennen. Und ja, aber das ist ein anderes Thema, die Methode hier bei uns im Institut für gute Laune. Vielleicht erkläre ich die nochmal in einem anderen Video. Wie kommt eigentlich der Dichter oder der Mensch Goethe dazu, so eine Farbenlehre zu schreiben? Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Er hat sich optische Geräte geborgt, weil er von Newton die Optik, der hat ja auch ein dickes Buch geschrieben, die Optik gelesen hatte. Und Goethe hat sich interessiert und war ganz angetan und hatte sich so optische Geräte, zum Beispiel so ein Ding hier, besorgt. Und wollte mal ein bisschen was nachvollziehen, weil Goethe war nicht einer, der alles geglaubt hat, sondern er hat gesagt, naja, mal schauen, ob das überhaupt stimmt. Und das war eigentlich seine Natur, sein Wesen. Und deshalb hat er das auch mal gemacht und hat aber rumgetrödelt. Das hat ihn eigentlich gar nicht so interessiert. Und dann hat der Typ, wo der das Zeug sich geborgt hatte, der hat schon geschimpft und gesagt, er will sein Zeug wieder haben. Und dann hat Goethe gesagt, ja, kriegst du wieder und lädt das in die Kutsche ein und sagt kurz bevor der Kutscher damit wegfährt, ach, ich will wenigstens einmal durchgucken. Und dann nimmt er das und ist da irgendwo in Weimar in seinem Haus und guckt hier durch und sieht was, was nicht dazu passt, was der Newton in seiner Optik geschrieben hat. Und da dachte ich, der Goethe denkt, ich gucke nicht richtig. Das kann doch nicht sein, das stimmt doch nicht. Und alles zurück. Und er hat gesagt, nee, der kriegt sein Zeug nicht wieder. Ich muss erstmal damit experimentieren. Und da hat, also grundlegend hat Goethe gesehen, ich werde das Experiment hier auch nochmal machen. Das ist dann ein anderes Video. Musst du mal gucken, ob das schon drin ist. Und Goethe hat gesehen, das Licht entsteht nicht einfach hier durch dieses Prisma,
sondern der hat geguckt und hat gesagt, nur da, wo Dunkelheit und Licht aufeinandertreffen, entstehen die Farben. Und das hat er nicht erwartet, weil er ja die Optik gelesen hat. Und das ist, und daraufhin hat er dann gesagt, nee, das muss hier geklärt, das kann ich nicht so falsch stehen lassen. Und dann hat er sich eigentlich mit den Farben beschäftigt und hat dann diese Farbenlehre hier geschrieben. Man muss dazu sagen, wenn man den Eckermann, also es gibt so Literatur über Goethe, zum Beispiel den Eckermann, das war sein Sekretär und der hat wie so ein Tagebuch geschrieben, was der so mit dem Goethe sich unterhalten hat. Der hat alles aufgeschrieben und da kann man den Goethe ein bisschen kennenlernen, außerhalb von seinen Büchern noch. Und da kann man auch ein bisschen herauslesen, aber auch hier aus der Farbenlehre, dass Goethe verzweifelt war. Also du musst dir das so vorstellen, der hat was rausgefunden, was revolutionär war für ihn. Also zum Beispiel der große Newton hat sich geirrt und es ist ganz einfach nachvollziehen und hat anderen Physikern geschrieben, das in seiner Zeit. Und von den Physikern kam aber immer Ablehnung. Keiner wollte das nachvollziehen. Und das ist halt total interessant, weil an diesem Newton, der war damals super berühmt, es gab die Newtonianer und die unsere ganze Wissenschaft ist eigentlich auf diesem Denken von dem Newton gegründet. Das hat sich keiner getraut zu denken. Also es hat nicht mal jemand gesagt zum Goethe, ja, du hast recht, sondern viele hatten keine Zeit oder haben gesagt, das kann nicht stimmen. Und das Lustige ist, also es ist bis heute so, es steht in allen Schulbüchern falsch nach dem Newton. Und also ich habe selber, also und jeder kann das sehen. Also, aber alle denken dann, na ja, aber das hätten doch die Wissenschaftler längst rausgefunden, das kann ja nicht sein. Vielleicht denkst du das jetzt auch. Und ich würde es in einem anderen Video nachvollziehen, einfach, was ich gesehen habe und du wirst es dann auch sehen. Und das Lustige ist aber, oder das Krasse, also es verrät so viel über den Menschen und auch über die Wissenschaft. Ich habe Vorträge gehalten darüber, über Goethe oder einen Vortrag und da habe ich das Ding hier rumgegeben. Und da habe ich im Prinzip vorne gezeigt, was hat Goethe gesehen, was hat Newton gesehen, was siehst du? Also idiotensicher und die Leute haben durchgeguckt und es ist ja Physik, man kann jetzt das, man sieht immer das Gleiche. Und die Leute haben aber zum Teil gesagt, nee, aber das kann ja nicht sein. Das hätten ja die Wissenschaftler längst rausgefunden. Und das ist das Interessante, es zeigt eigentlich, dass unsere heutige Wissenschaft viel mehr mit einem Glauben zu tun hat, als mit diesem Experimentieren und Falsifizieren, was immer behauptet wird. Aber wie gesagt, das kann ich und will ich jetzt auch nicht belegen. Das Experiment zeige ich mal. Ein andermal, da muss ich hier irgendwie mit der Kameralinse mal durch linsen. Okay. Und diese Entdeckung hat der Goethe gemacht und deswegen hat er dann erstmal allen Physikern geschrieben, die haben nicht auf ihn gehört, was ihn natürlich verzweifelt hat. Also stell dir vor, du hast was Unglaubliches rausgefunden, alle liegen falsch, die ganze Welt, und keiner glaubt dir. Und dann hat er gesagt, so, dann mache ich das mal ordentlich. Und dann hat er hier die Farbenlehre, er hat sicherlich nicht, sich nicht vorher noch ein bisschen damit beschäftigt mit den Farben, und hat sich dann, und hat hier dann den Newton auseinandergenommen. Der hat gesagt, hier, bei dem Versuchsaufbau hat er geschummelt und so. Also das ist, ich zeige das mal als Beispiel. Guckt mal. Also, das ist das Prisma, was man da an den Lichtstrahl legt. Und ich kann dir das jetzt leider nicht zeigen, wie Newton das gesehen hat. Aber im Grunde hat Newton also den Lichtstrahl so hier geschnitten, so dass es so aussieht, dass alle Farben hier rauskamen. Aber hier vorne ist es weiß in der Mitte, das Grün kommt erst hier dazu. Also bei Goethe ist das Grün eine Sekundärfarbe. Und beim Newton ist die aus dem Licht irgendwie entstanden.
Ja, aber wie gesagt, da kann ich auch noch mal drüber eingehen. So, habe ich alles jetzt? Oh Gott, das Video ist ja viel zu lang geworden. Wenn dich das interessiert, kannst du ja noch mal was fragen oder guckst mal auf meiner Seite. Wir forschen auf jeden Fall im Institut für gute Laune noch an der Farbenlehre, an dieser Frage, was ist eigentlich, welche Farbe ist weiblich, welche Farbe ist männlich? Da habe ich auch ein Buch drüber oder das habe ich in meinem Buch Faust gelöst drin. Diese Frage, und wir forschen hier am Institut für gute Laune noch darüber, denn ganz wichtig, bitte diese Gedanken weiter tanzen. Das ist das Motto eigentlich vom Goethe auch gewesen, der gesagt hat, ja, glaubt mir das nicht, sondern denkt mal selber und mit dieser Polarität, hell und dunkel, da lässt sich vieles zusammendenken, was heutzutage alles getrennt ist. Okay. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns wieder hier auf meinem Kanal. Hier gibt es ja eigentlich so Kunst und so und Musik. Aber ich wollte mal das Video machen, damit es mal da ist. Das war zur Farbenlehre. Ich hoffe, ich habe es alles drin, was ich mir vorgenommen habe. Okay, tschüss.